Wir sind auch wieder unterwegs und melden uns bei euch mit einem neuen Video hier aus Sri Lanka. Genau, heute steht eine ganz spezielle und besondere Zugfahrt an. Ich glaube, jeder weiß, worüber wir sprechen. Und zwar fahren wir heute nach Ella mit dem richtig coolen Zug. Also viel Spaß beim Video. So, wir sind jetzt am Bahnhof hier angekommen, Nanu Oya. Wir machen nur die halbe Strecke, da wir ja in Nureliya 2 Tage waren. Und jetzt müssen wir erstmal unsere Tickets abholen. Die Tickets bucht man übrigens vorher online am besten. Es ist wirklich sehr gefragt, der Zug. Wir wollten eigentlich freitags fahren, haben aber kein Ticket mehr bekommen. Jetzt fahren wir Samstag. Samstag soll leider nicht so gut sein, da viele Locals auch unterwegs sind und den Zug dann nehmen. Aber wir schauen mal, wie es wird. Jetzt suchen wir erstmal den Ort, wo wir unsere Tickets bekommen. Hier gibt es dann den Abholstand. So, während wir dann natürlich im Zug fahren, nimmt unser Fahrer Ravi unser Gepäck auch mit. Deswegen sind wir heute nur mit ganz leichtem Gepäck unterwegs. Und da unten ist schon der Bahnsteig. Jetzt sind wir mal gespannt auf die Zugfahrt. Das ist übrigens hier das Ticket. Hier sieht man auch den Sitzplatz. Also wir haben jetzt 2. Klasse mit Sitzplatzreservierung gebucht. 1. Klasse kann man die Türen nicht aufmachen, das ist mit Klimaanlage. Also bucht auf jeden Fall die 2. Klasse oder die 3., wenn ihr auch ein bisschen was außerhalb vom Zug aufnehmen wollt. Und das Ganze hat jetzt 2000 Rupie pro Person gekostet von Nanu Oya nach Ella. Auf geht's. DEF. Sitzplatz gefunden. So, die Sitze sehen hier richtig gut aus. Also wir haben es uns schon voll vorgestellt, aber so krass nicht. Naja, wir laufen jetzt auf jeden Fall vor, denn da oben ist unsere Unterkunft. Genau da oben auf dem Berg, richtig. Da schlafen wir jetzt die Nacht. Richtig cool. Und wir sind hier einfach mal ausgestiegen. Also ihr müsst das Ticket bis, wir schreiben euch den Ort mal hierher, ich kann mir gerade nicht merken, buchen, dass ihr hier an der Nine Arch Brücke auch anhalten und aussteigen. Hier werden die Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Gutes, ich hab Beine eingesprüht. Gutes Mückenspray. Ist ganz wichtig für Sri Lanka, Leute. Jetzt geht's los. Die Aussicht ist auf jeden Fall toll. Ist auch viel wärmer als in Nureliya, wo wir waren. Wir machen jetzt gleich, nachdem wir im Hotel sind, noch eine kleine Wanderung. So, da sind wir an unserem Hotel angekommen. Mit direktem Blick auf die Brücke. Hi. Good, good. Gute Aussicht hier vom Café. Kann man auch hier hin. Café Soul Ella. Schöne Aussicht hier. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt auf eine kleine Wanderung. Hier oben sind schon welche an der Zipline unterwegs.
Es geht hier zum Little Adams Peak. Das ist ein Aussichtspunkt hier in Ella. Der ist in der Nähe von einem, ja, so einem Adventure Park, wo man Zipline machen kann. Es gibt auch hier eine Poolbar und eine Swing. Also einiges zu tun und wir klettern jetzt mal ganz da hoch. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt akklimatisiert und oben auf dem Aussichtspunkt. Schaut euch mal diese Mega-Aussicht an, wie cool das hier ist. Weit es da runter geht, da unten ist noch so eine Straße. Und dort hinten gibt es dann den Sonnenuntergang zu sehen. Also mega cool. Und ja, zeige euch jetzt mal ein bisschen mehr. Jetzt hier in Downtown Ella. Haben jetzt gerade hier Geld abgehoben, also das geht problemlos ohne Gebühren. Und jetzt wollen wir hier gern was essen gehen. Ich glaube, da schön. Und da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben gestern im Restaurant nichts mehr gefilmt. Restaurant Chill war es richtig lecker, also können wir euch empfehlen. Wir hatten so ein Curry. 8 verschiedene Currys waren das, glaube ich, mit Reis und dann noch ein Bierchen dazu, also es war wirklich entspannt. Und dann sind wir aber auch schnurstracks ins Bett gefallen und heute sind wir ganz früh morgens aufgestanden, um an der Nine Arch Brücke eine Wanderung zu machen. Und natürlich haben wir auch die Drohne geflogen, das zeigen wir euch gleich mal. Jetzt sind wir hier schon an der Brücke, 7 Uhr. Und wie gefällt es dir? Sehr gut. Ja? Genau, wir haben jetzt hier schon eine kleine Wanderung gemacht und die Brücke von verschiedenen Inseln uns angeschaut. Der erste Zug ist auch schon durchgefahren. Und ja, was steht heute noch an? Wir checken gleich aus und dann fahren wir weiter. Genau, und das seht ihr dann im nächsten Video. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen, es wird was richtig Cooles. Also bleibt dran, gebt uns einen Daumen hoch und dann bis zum nächsten Mal.